Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Drakensang Online. Ja, nach dem nochmal genug Video ist es jetzt wahrscheinlich sogar erreicht worden. Die 150.000 Videoaufrufe habe ich geschafft. Yay! Ja, und ich habe, was ich letztlich die letzten paar Tage die ganze Zeit gefarmt habe, waren Q5, also 2 Tage jetzt hintereinander. Das habe ich auch schon ein bisschen gehabt, also insgesamt bin ich hierbei. Die Schwachen werden wohl das Problem sein. Obwohl, so fast 24 habe ich jetzt schon geschafft. Das in un. Also, okay, man muss ungefähr 10 wegnehmen. Ich weiß nicht genau mal, wie viel ich angefangen habe, aber auf jeden Fall dauert es extrem lange, die zu farmen. Besonders, ich finde auch keine Gruppen. Das heißt, ich muss das alles solo machen. Und ich mache das halt ohne, beziehungsweise mit Grünessenzen. Weil ich habe das da mal mit Blau geschafft, versucht. Und habe einfach mal gemerkt, die Essenzen gehen so schnell weg, dass sich das gar nicht lohnt. Und da nehme ich lieber doch die paar Zeit mehr, um die blauen Essenzen hier für Map 2. Verbraten zu können. Jo. Oh, mit dem. Okay, bring mich mal eben um. Go. Fällt einfach mal so um. Kein Bock auf was, Junge. So, jetzt Dingsbums drauf. Ja. Was ich auf jeden Fall mal sagen musste, den Gnob kaputt zu hauen. Boah, das vermisse ich jetzt voll. Wenn ich jetzt mal einen Drakenstand angucke, ja, denke ich mir so, ja. Hättest du vorher gewusst, dass der Gnob erst später kommt, hättest du noch mal 10 Perlen noch mal rausgehauen für noch mehr Edelsteinbeutel. Ich hätte wahrscheinlich doch lieber alle Drachen verhauen müssen, um noch mehr. Oh lol, wie ging das eigentlich nochmal? Wie farmte man nochmal Kuh? Ich hab das verlernt. Lol, ich hab verlernt, wie man Q2 farmt. Das ist ohne Scherz. Das ist irgendwie 3 Monate her, dass ich das letzte Mal hier drin war und richtig gefarmt habe. Da ich hier eh nicht mehr viel bin, mache ich das jetzt einfach so und gehe jetzt einfach weg. Okay, aber ey, die gehen ja richtig schnell down. Fällt mir gerade auf. Ja, fürs Dragon-Event habe ich eine Menge Rüssi. Ja, ich habe jetzt mittlerweile einen Daikashan-Schuh, weil ich mir einmal wieder an den Mann gegönnt habe. Meine Waffe, die macht jetzt auch deutlich mehr Schaden, weil da Steine drin sind. Oh, Mass. Und ich habe schon mal die Mächtigen voll für die Todesring-Quest. Das würde ich jetzt als nächstes versuchen, die Todesring-Quest durchzubekommen. Weil ich habe halt 10 mächtige Fragmente und wenn ich die dann voll habe. Also wenn ich. Wie heißt es, nee, die habe ich ja schon voll. Es ist schon spät, ja. Ihr merkt ja gerade daran, dass es spät ist, weil ich trinke einfach gerade nur Müll. Nee, also hier die Quest. Ich habe schon die 10 mächtigen Fragmente zusammen. Und deswegen möchte ich die Quest noch fertig haben. Dann sind wieder 3 Inventarplätze weniger. Warum ich Q5 jetzt auch die ganze Zeit. Ich will Q5 jetzt unbedingt durchhaben. Weil ich will einfach Inventarplätze haben, um besser Q2 zu farmen. Beziehungsweise generell. Viel Inventarplatz haben ist einfach Premium. Ich hätte jetzt eigentlich mal stehen bleiben müssen, um zu gucken. Einfach mal. Oh, wie ich dich mal misst hab mit 2. Oh. Ich bin schon. Ich hab direkt. Ich glaube, bei den anderen Boss habe ich direkt auch keine Items oder so. Yo, Alter. Ich bin direkt schon wieder am Flow. Hebt schon direkt wieder nichts anderes auf als nur lila.
Genau, man muss da auch noch diese komische Quest hier am Anfang immer mitnehmen. Boah, ey, ich bin bald wieder der richtige Map 2 Pro, Alter. Ja, was ich gefarmt habe, war erstmal einmal einen Ring des Lebens. Der ist eigentlich recht gut. Ja, nicht schlecht. Für den Anfang. Einfach nur, um überhaupt etwas zu leben zu haben. Würde ich den Ring wegrüsten. Ich merke gerade. Ja, gut, jetzt hat sich wieder beruhigt. Bei den FPS. Wie heißt es? Durch den Ring. Wenn ich den Ring wegrüsten würde, dann hätte ich einfach mal 1000 Leben weniger. Oh, das ist nicht akzeptabel. Ja, und jetzt um einfach mal das kurze Thema anzusprechen. Warum jetzt wieder keine, so lange keine Videos kamen. Das war nämlich unter ein. Das war. Oh, nice. Das brauche ich so. Also mich einfach mal alles rein. Also unter einem Mortal Kombat X Video, da kam so ein Kommentar mit: Ey, keiner will Mortal Kombat X sehen. Mach doch lieber DSO. Und das ist so ein Kommentar, finde ich schlimmer als so einen anderen Hate-Kommentar, weil dieser Kommentar ist halt nicht mal böse gemeint und sagt einfach mal: Wir wollen nur DSO gucken. Und was demotiviert dann extrem, also sowas. Also immer Hater-Kommentare, ja, die sind mir eigentlich vollkommen egal, weil ja, ich sehe die jetzt nicht unbedingt mega schlimm oder sowas. Aber solche Kommentare wie unter einem Mortal Kombat X Video schreibt man: Ich will mehr DSO. Würdest du das unter einem DSO Video packen? Dann wäre für mich eher der Anreiz, noch ein Video fertig zu machen, um das rauszuhauen. Deswegen habe ich jetzt auch so lange mit dem Edelsteinbeutel Gnob Extended Edition gewartet, weil ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte eigentlich Mortal Kombat X Folgen noch und nöcher machen. Das habe ich jetzt auch jetzt gemacht und komme jetzt täglich, wenn ich endlich die Story durch bin und dann endlich mir Zeit finden werde, um einfach online dann zu bestehen zu können, werde ich erstmal eine Menge üben. Was auch zur Folge sein wird, dass ich weniger DSO spiele. Aber nicht allzu viel weniger. Weil ich hätte doch schon gern Bock, mal ein bisschen Multiplayer in MKX zu zocken. Und etwas Skill sich anzueignen. 3 Minuten habe ich jetzt für diesen Run gebraucht. Meine Top-Zeiten, die sind noch zu wünschen, nämlich. Aber ohne sich jetzt überhaupt zu beeilen, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, hier das plus das an Run-Speed, was schon ist, Alter. Und dann noch mit dem geilen Ride hier, müsste es eigentlich schon deutlich schneller gehen. Aber na gut. Geht's halt nicht, wenn ich hier am Anfang immer hängen bleibe. Schade. Ja, also wenn ihr ungefähr denkt, so von einem Projekt gibt es etwa länger keine Videos mehr, dann schreibt bitte unter dem letzten Video von deren Videoreihe runter und sagt: Ich möchte mehr davon sehen. Weil wenn ihr es unter einem anderen Video schreibt, wahrscheinlich meistens mal aufs Neueste, kommen einfach mal keine Videos. Also was, das verletzt mich auch wirklich sehr stark. Also was finde ich ganz und gar nicht gut, ey. Also es ist ein ganz, ganz böse Jungs. So, jetzt gehe ich da durch. Ah nein. Nicht zu viele Essenzen verbrauchen. Oh, ich lebe ja immer noch den Hammer einfach nur, weil man mit dem Hammer so gut wie keine Essenzen verbraucht. Ich kenne einige, die verbrauchen doppelt so viel, weil sie ein Schwert haben. Natürlich ist es PvP von Vorteil, wenn man einen. Lol, der hat ja mal so gut wie gar nichts kaputt gemacht. Na, schwache Fragmente. Nee, starke Fragmente brauche ich doch, oder?
Guck mal kurz, ob die starke Fragmente droppen können. Ich glaube, die konnten starke Fragmente. Ich meine, dass die starke Fragmente droppen konnten. Na gut, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die abklatschen. Ich mache jetzt eigentlich die Quest nur so nebenbei. Ja, ich werde so. Ich werde so machen. Die ersten. Ja, auf jeden Fall, ich möchte pro Tag mindestens 2 Runs Q5 gemacht haben. Damit ich halt einfach irgendwann mit der Quest dann einfach fertig bin. So. Ja. Und ja, wie es denn weitergeht. Also das Fiskanien-Event ist ja auch jetzt Zeit auf den Testservern. Das sieht ganz in Ordnung aus. Boah, wie ich gerade mit 2 liebe, Alter. Und ey, was ich schon wieder hier an Stuff bekommen habe. Boah. Kann ja gar keine andere Kuhwelt mithalten. Zwar ein Dynamant ist Peng. Bekomme ich in Q5 dreimal so viel. Aber was ich jetzt hier an Glyphen und Steinen bekomme. Oh. An guten Items. Das ist echt Bombe. Jo. Mein Charakter muss sich. Mein Charakter verbessern, beziehungsweise. Was beim Gnob im Angebot kommt. Da bin ich gespannt, weil wenn dann ungefähr solche geilen Steine sind wie hier oben. Hier diese 5% Crit-Schadensteine. Boah, Schwert mir direkt erstmal 3 Stück holen, falls ich mir die kaufen könnte. Also falls ich die genügend Draken dazu habe. Weil sie also nicht allzu teuer sind. Weil die sind einfach mega genial. Einfach mal 1% Angriffsgeschwindigkeit und 5% Crit-Schaden. Ist einfach mega genial. Eine Mordaxt habe ich bekommen. Alter, wie schnell bekommt man dann bitte schon hier Leggies, Alter? Wie schnell bekommt man hier Leggies? Boah, das ist ja. Alter, ich bin jetzt. Ich glaube, ich werde schneller sogar. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh wieder raus. Also. Ich meine. Ich war zum. Ich, also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, seit dem Dragon-Event, seitdem es angefangen ist, war ich nicht mehr hier in der 2 drin. Ach, okay, bei diesen, bei den Monstern können die starken, also auf jeden Fall droppen, gut. Gut, jetzt habe ich schon einen bekommen, ja. Wo ich glaube, ich farm demnächst mal eine 5er-Gruppe und mach das dann mal mit Zeitstoppen. Weil letztlich hat mir Phantomos gesagt, dass die 5er-Gruppe besser ist als die 3er, aber ich bin mit der 3er irgendwie mehr sympathisiere ich mit der, eher mit der als andersrum. Das habe ich auch mal mit dem Livestream gemacht. Also ich habe das mal im Livestream. Oh, komm, sammel die ganze Sache noch ein. So, jetzt kannst du sterben. Also im Livestream habe ich das mal ausgetestet. Irgendwie 2 Fünfergruppen und 3 Dreierrunden, beziehungsweise 4 Dreierrunden. Irgendwie auf einen runden Wert gekommen bin ich dadurch irgendwie. Und da bin ich halt einfach durch die Dreiergruppe schneller durchgekommen. Aber wenn man sich schon überlegt. Ich ganz tief erinnern zu können, dass eventuell habe ich schon seit des Sims-Events nicht mehr Q2 gemacht. Weil ich danach einfach immer Q1 gemacht habe, weil ich irgendwie voll Bock auf Q1 hatte. Q1 ist echt auch eine coole Map. Also, wenn man gerade mal, wer es irgendwie so absolut keinen Bock mehr auf Map 2 hat, dann Q1 oder Q4 Trash Farm. Also, was ich mit Trash Farm meine, ist einfach nur die ganz kleinen Monster, also keine Bosse, einfach nur. Ich kann euch ja auch mal ein Video zeigen, wie ich da Q4 farme. Q4 Trash Farm. Da bekommt man alle, bei Q4 Trash Farm bekommt er ja übrigens ziemlich viel Andermant. Hab jetzt in den letzten 2-3 Tagen auch 1200 Andermant erfarmt.
nachdem ich mir dann was gekauft habe. Für einen Fuffi. 147k Adamant für einen Fuffi. Das ist, wenn hier bei spezielle Angebote, das hier für 50 ist und dann noch kommt eine 25% Aktion. Da schlage ich immer zu. Weil das ist kostengünstig. Habe ich eiskalt gespart. Ach ja, und falls ihr vielleicht kurz mal einfach mal jetzt obvious. Okay, ich wollte jetzt eigentlich keine Tasten machen mit hier. Aber falls ihr es gehört habt, ich habe eine neue Tastatur. Mega geil ist die. Mit der kann ich unheimlich viel besser spielen. Und einfach nur. Es ist eine Tastatur und bah. Ich dachte schon, gerade am Ende wird noch das kommen, aber allein schon nur zwei Sockel, ne? Boah, da könnte ich. Boah, da könnte ich echt das Video beenden.